Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Wir haben ja jetzt unser Schloss hier reingeschafft. Und das sieht ja echt nicht schlecht aus. Das gefällt mir. Schauen wir uns auch mal um, was wir hier gerade so finden. Auf AI. Wir müssen diese Strohmatratzen zusammenflicken. Wieso? Okay. Nice, da haben wir schon mal Werkzeug. Soll ich mal schauen, ob wir noch ein bisschen mehr einsammeln können? Bevor ich da hingehe. Ich sollte bei Hugo bleiben. Ach man, ich wollte mir doch nur gucken. Es hat auf alle Fälle Potenzial, dass man hier was Schönes draus machen kann. Nice. Sagst du hier das Gleiche? Ah, okay. Nice. Die ganzen Ratten müssten jetzt ja eigentlich tot sein, jetzt mit der Sonne, ne? Ja, wobei. Ist die Frage, ob. Was ist das? Ein ganz schönes Stück Arbeit. Ja. Vor allem, wenn ihr so wenige seid. So. Dann schauen wir, ob wir uns noch ein Upgrade irgendwie leisten können. Bänder, verringerte Zeit, die für Schleuder erfordert und lädt. Ja, das machen wir mal. Ah, jetzt habe ich einen Fokus verloren. Entschuldigung. Bitte nochmal. So. Das sollte mir die Sache erleichtern. Sehr gut. So, dann gehen wir die mal mit und dann zeigen wir mal den Rest vor dem Schluss. Ja, da oben ist der Einsturz. Was mich hier am meisten stören würde, wären die Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ja, was? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Lukas! Zutaten. Oh, da seid ihr ja. Gut geschlafen? Kein bisschen. Das Labor ist runtergekommen, aber hat mich inspiriert. Ich habe das große Werk fast vollbracht. Und ihr könnt mir helfen. Oh, ja, ja. Was sollen wir tun? Amicia, ich brauche die Fiole links auf dem Tisch. In Ordnung. Und ich? Was kann ich tun? Für den letzten Schritt brauchen wir Licht. Hugo, hol eine Kerze. Das schaffe ich. Sieht ja gar nicht mal so hier schlecht aus. Was genau machst du jetzt da eigentlich? Sprich mit mir. Na? Ach so. Ach, Moment mal. Da brauchst du noch diese eine Fiole da. Links auf dem Tisch. Jetzt bin ich doof. Welche der ganzen Fiolen? Hier? Hier haben Alchemisten gelebt. Nee. Vielleicht auch Laurentius. Ach da. Das muss es sein. Nur die feinsten Zutaten hier für uns. Sonst noch was? Ja. Den konzentrierten Lorbeersaft. Direkt hinter mir. Ich hole ihn. Was ist ein großes Wow. Werk? Was zum Essen? Das ist ein Elixier, das deinen Pfad erleuchtet. Ein Leuchtfeuer für den Träger der Makula. Es ist mir heute Nacht eingefallen. Also, Drogensaft. Damit er auf den Trip hier geht. Gut. Dann jetzt die Engelsträne. Die Krönung der Alchemie. Das Elixier. Hugo. Wow, das nice. Das war eigentlich nicht geplant. Ja, die Sachen stehen hier schon ein bisschen länger. Vielleicht solltest du dich ausruhen, oder Hugo? Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Amicia, komm. Ich komme. Ja, dann viel Spaß hier unten noch. Wir schauen uns noch ein bisschen um. Kann ich da noch unten gehen? Amicia, wo willst du denn hin? Schon gut. Du kannst kommen. Wo geht's hier hin? Hast okay, du eigentlich Melly gesehen? Nein. Geht's nicht, dann gehen wir da hinten halt mal raus. Vielleicht ist sie schon aufgebrochen. Oh nein, ach, da geht's ja auch noch raus da unten. Verabschieden. Moment. Mitnehmen.
Dieses Chateau muss schon seit Jahrhunderten leer stehen. Der Tiegel eines Alchemisten. Da wird Lukas sich freuen. Ja, also so wie das hier aussieht, glaube ich, sind schon ein paar hundert Jahre, wo hier nichts mehr läuft. Komm, Amicia, mach mit! Wow. Na, habt ihr beiden Spaß? Die Inquisition ja. Sicher auch. Melly, wir dachten, du wärst weg. Komm, wir müssen reden. Es kommt bestimmt sowas wie, wir müssen wieder runter und ihren Freund Ja, was retten. Ist denn? Dieses Chateau ist eine Ruine. Ah. Das ist genau, was ihr braucht. Wer auch immer es gebaut hat, wollte seine verdammte Ruhe haben. Macht keinen Ärger und alles wird gut. Also, gehst du Arthur holen? Wenn ich helfen kann. Arthur ist mein Problem. Du hast es ja gehört. Diese Hunde von der Inquisition haben ihn in die Bastion gebracht. Ich weiß, wo ich suchen muss. Ich finde ihn. Sieh mal, Amicia. Und wegen Hugo. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber glaub mir, es ist es wert. Er wird dich retten. Letzten Endes retten sie uns immer. Selbst wenn man Brüdern ab und zu den Hals umdrehen will. Die Symbole, Amicia. Das glaube ich dir. Geh nicht ohne Lebewohl zu sagen, ja? Welche Symbole denn? Als ob das meine Art wäre. Amicia, komm bitte. Ja, Hugo. Was hast du gefunden? So. Dann zeig mal. Da unten, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die ja, welche im Speisesaal. Zeichnung? Ich zeig sie dir. Komm mit. Hä? Ich folge dir. Ich sehe hier gar nichts. Okay, dann gehen wir mal zum Speisesaal. Oder von dem, was halt hier noch so üblich, über ist. Können wir jetzt die Treppe runtergehen oder ist es jetzt hier das runter? Das sind dieselben Symbole. Ja. Ach da. Vielleicht das Wappen der Alchemisten? Hast du den Baum gesehen? Den Baum? Na los, hier rüber. Okay, ich glaube, der hat schon das ganze Schloss hier abgesucht. Sequenz. Komm zurück. Wo gehst du hin? Oh, sind das deine neuen Freunde? Ja! Amicia? Tut mir leid, dass ich krank bin. Nein, nein, nein. Hör zu, wir werden ein Heilmittel für dich finden. Und jetzt haben wir doch auch Lukas und Melly. Lukas, sieh mal die Schmetterlinge. Sieht aus, als hätte hier jemand Spaß. Es wird immer größer. Ja, die Makula breitet sich in seinem Blut aus. Die Bücher besagen, dass es mehrere Schwellen gibt und der Träger bei jeder Schwelle Gefahr läuft, zu sterben. Wie viel Zeit haben wir? Sehr wenig. Hugo hat die erste Schwelle fast erreicht. Mein Meister und deine Mutter wollten den Prozess verlangsamen. Aber wie? Was haben sie getan? Sie haben an einem sehr komplexen Elixier gearbeitet, um ihm Zeit zu verschaffen. Und kannst du es zubereiten? Mir fehlt ihr Wissen. Doch ihre Arbeit basierte auf einem verbotenen Buch, dem Sanguinis Itinera. Mit dem Buch? Könntest Leider du also... Leider nicht. Das Sanguinis Itinera ist gefährlich. Es ist mit anderen Werken im Keller der Universität eingeschlossen. Dorthin zu gelangen ist fast unmöglich, wenn nicht Selbstmord. Gewöhnlich schon. Aber wenn wir uns das Chaos zunutze machen, hätten wir eine Chance. Ich weiß, wo das ist. In der Stadt in der Nähe vom Gefängnis meines Bruders. Wenn du das riskieren willst, helfe ich dir reinzukommen. Danke. Gut, ich packe meine Sachen. Komm zu mir nach drin, wenn du gehen willst. In diesem Fall braucht ihr Ausrüstung. Ich bereite sie vor. Hugo, es tut mir leid. Ich muss weggehen. Keine Sorge, ich bleibe bei Lukas. Gut. Ich bin bald zurück.
Dann hoffe ich mal, dass hier kein Drama passiert, während wir weg sind. Aber er sieht halt wirklich nicht mehr gut aus. Was ist das hier? Ach ja, die Dinge, die wir gefunden haben. Zumindest können wir sie so in diesem Chaos nicht verlieren. Zu ihr? Endlich. Okay. Na, dann wollen wir mal. Hör zu, eine Sache noch. Laurentius hat einmal gesagt, der Weg zum Buch sei übersät mit Rosen. Haltet also die Augen offen. Rosen. In Ordnung, werden wir. Okay, dann ab in die Bücherei. Wird bestimmt ein sehr angenehmer Trip. Im Schatten des Walls. Erste Regel zum Überleben, tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Sch, da ist die Stadtmauer. Okay. Sieht aber... sieht schön aus. Was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten. Der Biss wütet hier? Genau. Und ja, wo der super. Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Yay, das klingt nach ganz viel Party. Nein. Was? Hast du ihn gekannt? Ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los, gehen wir. Entweder das oder im Kerker. Und dann dort verhungern. Melly, übernimmst du? Ja. Aber sie ist jetzt wenigstens angenehmere Partnerin als wieder kleine. Aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt. Nicht zu übersehen. Am anderen Ende? Dass wir uns wiedersehen? Natürlich am anderen Ende rein. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Na bitte, mach schon. Ab mit dir. Okay. Dir auch. Ach, er ist alleine. Oh, okay. Sie wissen, dass sie sterben, wenn sie hier bleiben. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Wir müssen die letzten von ihnen rausholen. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns. Und dann können wir das Ganze etwas beschleunigen. Was beschleunigen? Kerle, was haben die nur vor? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Aber was die Informationen betrifft, ist das Spiel momentan sehr spärlich. Wie sieht es eigentlich aus mit den Zutaten? Eigentlich können wir von dem mal zwei machen. Elemente gegen ohne Geräusche zu verursachen. Das ist der Lichtquelle. Wenn wir... Ach shit, im Metall ist voll. Na gut. Und hier hinten, der hat aber nichts mehr. Okay, einmal nach unten. Wow. Da drüben, das muss die Universität sein. Das Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Nee, ich glaube, das sind Verbrennungen oder Hinrichtungen. Sieht mega geil aus. Okay, dann gehen wir mal runter. Gut. Schön weit. Aber ich schaffe das. Also los. Das ist wirklich den ganzen Weg. Das ist die letzte Warnung, bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen. Verdammte Bourgeoisie. Okay. Der Weg ist ja eh vorgegeben, so wie es aussieht. Da auch mal kurz hin? Nee. Oh, Ratten. Vorsicht. Letzter Aufruf. Auf Befehl
Inquisitor Vitalis wird das Kriegsrecht ausgerufen. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Wer zu bleiben gedenkt, wird verhaftet und hingerichtet. Ach, ich kann es nicht treffen. Kriegsrecht? Ich kann es nicht glauben. Warum jetzt? Bei der Inquisition sicher irgendwas ganz Tolles vorhat, was allen hilft. Oh, Scheiße. Weg. Und, ja, das habe ich jetzt gebraucht. Okay, er läuft einfach so in die Richtung die ganze Zeit. Dann gehe ich mal davon aus. Ah, I get it. Wir müssen da dahinter rein. Hoffentlich sieht er uns jetzt hier nicht. Oder war das jetzt ein Fehler? Okay, sehr gut. Ah, jetzt wieder was zum Ablenken. Also haben wir hier wieder Leute. Was? Wo? Scheiße. Wie soll man bei all den Ratten hier in Ruhe die Sachen durchstöbern? Das sind doch diese Verdammten. Ich weiß genau, was der Lord Nikolas mit Plünderern anstellt. Ha. Der rote Mönch sitzt warm und trocken in seiner Bastion. Und alle anderen machen das gleiche wie ich. Meinetwegen, aber halt mich aus deinen Plündergeschichten raus. Oh, Moment, da war noch eine Zutat. Sehr gut, Stoff. Ich glaube, er muss hierher kommen. Wegen den Ratten, weil wir dann jetzt vorbeikommen. Oh. Okay, anzünden und dann auf das hintere hingehen. Ich weiß jetzt, wie nicht was machen. Kann ich. Ich kann halt jetzt nicht das Ding auslösen, während ich den Stock habe. Den Stock kriege ich nur von da innen drin. Was mache ich mit dem? Ich probiere es mal mit der Ablenkung und dann schaue ich mal, ob ich an ihm vorbei kann. Komm jetzt. Entdecken bitte. Was war das für ein Geräusch? Ja, ich kann da nicht durchgehen wegen ihm da. Ich glaube, wir müssen ihn fertig machen. Und zwar mit dem da. Wo kam das her? Okay, sehr gut. So, dann können wir da jetzt vorbeigehen. Aber das war bestimmt nicht, wie es eigentlich geplant gewesen ist, oder? So, einmal anmachen. Oh, verbrennt. Cool. Wo ist der zweite Typ? Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Scheiße. Oh, what the fuck. Ist das üblich?
war also. Ah, ich hoffe es mal nicht. Aber es wäre doch so gesehen eigentlich viel schlauer gewesen, wenn man hier am Tag reingegangen wäre. Dann hätte man zumindest das Problem mit den Ratten nicht. Ich könnte auch hier lang gehen. Andererseits, da unten hat es auch Sachen gehabt. Aber da kann ich wie noch nicht lang. Oh, da hinten ist was. Gut, dass ich es jetzt nochmal angeschaut habe. Ah. Aber wenn ich jetzt runtergehe, wo ist die nächste Lichtquelle? Ah, ich probiere es einfach mal. Aber ich glaube, ich bereue es, wenn ich hier weitergehe. Ne, wir gehen hier wieder auf. Ich mache das nicht. So, weg damit. Und hier runter. Tja, ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber immerhin lebe ich noch. Bleib da und sei ruhig. Was ist da los? Nein, das ist mein Mann. Das war dein Mann. Für den ist es aus, also verzieh dich. Nicht allein. Ich kann doch nicht ohne ihn gehen. Halt's Maul! Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Willst du etwa noch vor ihm sterben? Oh mein Gott! Anna, ich bin ansteckend. Oh Gott! Yay, noch mehr Ratten. Super. Wie kommen wir bei denen jetzt hier vorbei? Mir hat mal vorher einer gesagt. Shit. Ich muss die Ratten beschäftigt halten. Ah, okay. So geht's natürlich Tut auch. Tut mir leid. Oh fuck. Na super. Wo ist der Gehängte hin? Oh nein. Ah, da kam also der Lärm her. Und diese verfluchten Ratten haben sich schon auf ihn gestürzt. Egal. Hier muss es doch etwas geben, das sich für mich lohnt. Nein, geh wieder. Hier hat's nichts. Okay. Dann gehen wir erstmal hier nach oben. Auch wenn ich mir die Weberei ein bisschen genauer ansehen möchte. Komm bitte nicht nach oben. Okay. Sie wurden alle hingerichtet. Ach, krass. Gab's sowas wirklich? Er war ein guter Junge. Heftig. Er hatte Angst und ist weggelaufen. Wir wollten gerade losziehen. Aber ja, verbrennen wäre irgendwie schlauer. Ja, und das da noch hin. Ohne sie. Die Leute sind nicht nur alle krank. Ich sollte dich fesseln, aber. Bete für deinen Sohn. Und wenn du schon dabei bist. Gut, wie kommen wir da durch? Oh shit. Wir müssen. Aber da sind zu viele. Kann ich nicht. Ich muss sie ablenken, wenn ich da durch will. Lass mich raten, wir müssen da hier die Leute irgendwie runterlassen. Aber wie? Ah, da. Gut. Oh mein Gott. Okay, ich will hier raus, ich will hier raus. Geht. Na toll, und wir haben die Wache hier. Was müssen wir hier machen? Ah, wir können hier mal die Flamme anmachen. Ah, fuck. Lauf jetzt bitte nicht zu mir. Bitte nicht zu mir. Das war hier schon wieder, oder nicht? Genug! Oh, fuck. Kommt der hier rein? Die sind bestimmt weg. Ich muss mich hier nicht verausgaben.
Komm, geh weg. Bitte, 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 bitte. Sehr gut. So, dann können wir jetzt darüber auf die andere Seite rein. Und in welche Richtung schaut er? Er schaut da nach rechts. Aber auf der anderen Seite waren doch auch noch Ratten, oder? Ja, da war jetzt natürlich dann voll reingefallen. Kriege ich das von hier unten erwischt, dass er da reinfällt? Ah, ich kann da drin nicht werfen. Scheiße. Also muss ich irgendwie da oben rauf. Was hab ich denn? Ich glaube, wir machen... vielleicht. Mal schauen. Der Topf. Wo wir das mitkriegen. Wenn ich das werfe, dann lauft er ja da runter und ich kann aber nicht nach da vorne. Außer ich mache das wie zweimal. Ich gehe jetzt mal drüber, schauen, ob er mich sieht. Ah, so. Moment mal, vielleicht brauche ich das gar nicht zu tun. Und da hat's. Ich glaube, ich überlege da zwischen. Nein, Moment. So. Yes. Und tschüss. Was ist da unter. Oh. Nicht hinsehen. Nicht, nee, besser nicht. Hinsehen. Ja, da ist der Nächste. So, und der wird herkommen, wenn wir hier das Teil wieder anmachen. Ist aber egal, wir können ja reingehen. Also machen wir das hier wieder an. Und tschüss. Komm, dreh dich wieder um. Nichts passiert, das war schon die ganze Zeit an. Nein, nichts. Gar nichts. Genau. Ja, ich weiß, ich hätte es da probieren können, da auf der anderen Seite durchzugehen. Aber da habe ich ein bisschen zu Angst gehabt wegen den paar Ratten, was da noch waren. Wie kriegen wir dich jetzt abgelenkt? So. Oh, das erste Mal war schon mehr als genug. Na warte. So, schnell weg, schnell weg. Sehr gut. Oh, geschafft. Oh, aber den Gestank werde ich nie vergessen. Jetzt dürfen hier bloß nicht die Ratten auftauchen. Und irgendwie versteckte Materialien? Nee. Die Universität. Na bitte. Weiter. Das ist aber immer noch ziemlich weit weg, du. Er liegt auf dem Weg. Willst du wirklich da lang, Amicia? Was ist das? Ich muss die Inquisition hier aufgestellt haben. Sieht aus, als könnte man sie drehen. Nicht schlecht. Der Großinquisitor. Warum soll ich das auf die andere Seite? Ach, wegen den Materialien. Ja, das soll man natürlich. Oder auch nicht. Okay, dann. Oh, wow, was zum. Okay. Ja, macht Sinn, dass man natürlich den Lichtstrahl blockieren kann. Das kann ich... Ah, das kann ich übernehmen. Und ein Werkzeug wäre noch gar nicht schlecht. Okay, können wir wieder nichts machen. Und upgraden können wir auch nichts. Naja, okay.
Komm schon, Kumpel, nur ein paar Münzen. Oh nein. Ist der hier drin? Da ist doch irgendwas dabei. Was Wertvolles. Oh. Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Los, an. Hey. Nice. Okay. Wir wollen hier hin, denke ich mal. Ach, das ist ja jetzt wie so eine Barriere. Ah, das sind wir auch voll. Okay. Ja, jetzt komm, geh halt da. Die Blätterste aber drüber. Dankeschön. Ein Fenster, perfekt. Haben wir hier noch was zum Einsammeln? Nee. Würde man sagen, so. Dann können wir hier das. Na, komm jetzt. Leertaste, geh hier rüber. Ich schaff's das noch. So, sehr gut. Dann nichts wie weg hier. Magister, das Episanguis. Ah, mal sehen. Ich frage, wir wissen, dass es von den Ratten kommt. Doch wozu dient es? Das nennen wir Odins. Oh. Das ist nur einer der Effekte des Episanguis, wenn man es mit Sulfur mischt. Aber daran hegen wir kein Interesse. Warum nutzen unsere Leute es dann nicht, hm? Es könnte... Es ist zu wertvoll. Alle Episanguis-Kristalle sind unserem Projekt vorbehalten. Insbesondere, da es in dieser Form die Ursache war, für nennen wir es... bedauerliche Unfälle. Bringt es in die Bastion. Das ist genug für heute. Bedauerliche Unfälle? Wenn du es über deinen Füßen verschüttest, kannst du auf dem Hintern Patrouille laufen. ich wüsste jetzt auch noch gerne, was das für Unfälle sind. Was ist das? Oder das muss ich mir ansehen. Oder meint sie mit Unfall diese ganze Plage hier? Naja. Liebe Leute, wir sind wieder an der Zeit. An der nächsten Folge geht's weiter. Und dann sind wir hoffentlich dann mal in der Uni. Bis denn dann, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht Daumen nach oben da. Oder sogar ein Abo. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.